Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends Version 2.03. Und mit dabei ist wieder der Kibbel. Hallo, hallo. Und die Mary ist auch dabei. Hallo. Grüße. Ja, wir haben den Bug nicht behoben bekommen, weil wir mussten dann neu starten. Was ja egal, wir sind ja wieder an dieser Stelle und die Katze. Ach verdammt, ich wollte den Bug nochmal ausführen. Oma möchte gerne mal zum Schwarzmarkt, aber die bleibt nie wach. Höhö, ist die blöd. Wo ist denn deine Oma überhaupt? Ist das hier die Oma? Das ist aber ganz schön. Okay, grüne Haare. Eindeutig gefärbt. Sprich für eine Oma. Also, was jetzt nicht heißen soll, jeder, der sich Haare färbt, ist eine Oma. Ja, jedenfalls. Wollen wir weitergehen oder was? Oder wie? Ey, das ist wirklich ein kleiner Bug, ey. Tu mal, ja, wenn man, ich weiß, wenn man die Katze anspricht, kann man sich nicht bewegen. Ja, ja. Da will eine Textbox. Die Katze ist verpackt. Da will eine Textbox aufgehen, geht auch kurz anscheinend auf, aber wir sehen sie nicht und geht sofort wieder zu. Also es ist wirklich ein Bug. Meinst du, dass dann sozusagen gleichzeitig zwei Textboxen sind oder so? Nee, dass es einmal eine Textbox ist, die aber nicht aufgeht, weil sie nicht ausgefüllt ist und sofort wieder geschlossen wird. Oh. Deswegen siehst du die nicht. Klingt absolut wahrscheinlich. Ja, deswegen sollte das Special das überprüfen, weil ich will wetten, da wäre eine Textbox gewesen. So, in den Okay, Innen. Wir haben den ersten Bug gefunden. Wow, und zwar der erste Hardbug. Der erste Hardbug. Wahnsinn. So, wir waren jetzt im Innen, jetzt wisst ihr, hier ist auch ein Innen. Toll. So, ist das ein Mann oder das ist ein Mann übrigens? Ja. Ist der Spanner? Ja. Das ist doch der Spanner. Ja, aber wir haben ja. Ach, wir waren ja schon mal. Oh mein Gott, ja. Ein Geist, du, ich bin ein blödes Schwein. Berüchtigte Haus. So, auf zum Schwarzmarkt. Wir brauchen diesen komischen Hammer. Achso, wir brauchen ja Nacht für den Schwarzmarkt, ne? Ja, wir müssen mal schlafen. Tja, Mary, kannst du noch ein bisschen tanzen üben? Wir gehen dabei schon mal schlafen. Wir ziehen den Spanner zu. Nur Hammer. Genau, ich gehe in das Haus zu dem Spanner. Nein! Ich will schlafen. Ich bin so müde. Willst du über Nacht bleiben? Nein, ja. Ja, doch, scheiß die Wand an. Wir hätten ja auch dieses Aber komische. Aber wir hätten auch hier zum Speichern können. Wir können ja mal speichern, ne? Ja, wir gehen nochmal speichern. Ja, Elektras Tag. Möchtest du speichern? Bist du dir ganz sicher, dass du diesen Speicherstand überschreiben möchtest? Gerade so. Oder wie GTA Online auch gerne sagt, bist du dir sicher, dass du beenden möchtest? Das Spiel speichert automatisch. Ah, okay. Jetzt ist Spanner weg, sie ist aber nur einmal. Nein! Der Spanner aber einmal war da. Toll, ich hätte gerne gewusst, was der nämlich erzählt hätte. Bestimmt was ganz Wichtiges, was man sonst nicht. Ja klar, bestimmt voll den Bug, da wäre das Spiel abgestürzt. Alles ja, der hätte dann auch gesagt, hello, I'm Error. Ich stehe da oben. So, wollen wir doch mal checken hier, ob die Items auch jetzt die richtigen Namen haben. Yay, genau. Hey, gut. Links. Oh wow, ja, ich bin ein Typ mit Turban. Mal gucken hier. Erdmünze, okay. Höhlenhundklaue, okay. Schlangenschuppe, ja, okay. Flammenmünze, Krötenklaue, Poseidonschuppe, Eismünze, Sirenenklaue. Hat eine Sirene echt Klauen, ja? Die Sirene, das ist so eine Sagengestalt. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, ob die Klauen tatsächlich hat. Ja. Mein Vogel hat auch keine Schuppen, aber. Tanzen. Da ist er, guck. Special. Hi Oma. Willkommen. Achso, ich bin ja keine Oma. Kann ich euch helfen? Ja, nicht. Wie kann ich euch helfen? Ich wollte schon immer hier arbeiten. Aber ich hatte niemals gedacht, dass es so langweilig ist. Ja, jetzt musst du der Oma rausholen. Besser, ich gehe nach Hause und schlafe etwas. Hier, das gehörte mal meinem Opa. Ihr könnt es haben. Das ist ein Item, das ist 4 Generationen vor uns, also 5 Generationen insgesamt. Lol. Du kannst nichts mehr tragen. Oh mein Gott. Was? Ich will aus dem Schlafen sofort. Was geht bei dir? Tja, Oma, hast du Pech, wa? Beeil dich und werde einigen Sachen los, aber sofort. Mit einfach ins Items hier shoppen. Tu mal hier den Match da drüben starten. Mein Items wegschmeißen. Ach, damit, das war der falsche Knopf. Ja, Mann. Der falsche. Ja, Mann. Der falsche Knopf. Oh, ich hab glaub ich schon. Drück lieber Start, Mann. Komm schon, Alter. Geh nochmal raus. Und dann drück nochmal Start, Mann. Du bist ja richtig deppert. Tja, was braucht man hier am wenigsten? Ich
würde sagen, das Schießpulver, oder? Was? Doch, das brauchen wir für. Das dann nehmen wir halt das Traumkraut nicht mit. Nee, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir jetzt erstmal wirklich nicht. So, das reicht. Und dann müssen wir wirklich mal die Münzen und so einsetzen. Jupp. Beim nächsten Boss, der ist fertig. Ich will schlafen, sofort. Nicht diesen Scheißhammer. Schrumpfhammer erhalten. Von der Formel 1 Oma. Die wollte auf Toilette. Nein, Mann, das ist schon wieder falschen Knopf gedrückt, Mann, verflucht. Warte mal, das war gar nicht so falsch. Kann ich mal kurz was gucken? Nein. Zur Strafe wirst du gehämmert. Boom. Er schlägt den weg. Ich hab's ins Gesicht geschlagen. Ein Mini Mario. Aber jetzt guck ich trotzdem mal, guck mal bitte. Wenn ich das richtig sehe, ne, hat quasi der Special doch was angepasst. Und zwar, wie ich es nämlich gesagt hatte, glaube ich bin mir auch noch nicht sicher, neben dem Pfeil sollte er eins Luft lassen. Bei Dieb steht auch solche Waldläufer oben, ne? Mhm. Und da sollte er neben dem Pfeil, das W war immer direkt an dem Pfeil dran, wenn ich mich nicht irre. Hm. Und er sollte eins Platz lassen, damit es nicht so rangeklebt aussieht. Und vielleicht hat er es noch nicht gemacht. Bin mir nicht ganz sicher. Da musst du mal Video 1 mal gucken. Ja, das ist durchaus möglich. Sollte er da ein kleines bisschen Platz lassen, damit es nicht so rangeklatscht aussieht. Hm. Okay, das ist mir so gerade aufgefallen. Muss. Hm. Muss noch mal gucken. Ich hab keine Ahnung. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Wäre mir nie aufgefallen. Niemals! Nein! Ich werde jetzt hier durch das Loch schlüpfen. Jetzt vertreten. Das sieht voll cool aus. Nein! Hey. So, das war's hier schon. Wir können jetzt eigentlich theoretisch in das. Ich will Mary noch einen kleinen sehen. Bam! Gehst du vom Kopf? Das sieht voll cool aus. Also laut der Beschreibung hat quasi, hast du den Hammer ihr ins Gesicht geschlagen. Ja. Ich hab sie kurz und klein gehauen. Das ist aber so ein Gummihammer, der tut ja nicht weh oder so. Also wo hat er jetzt gesagt, dass sie Kobold, wo war die kleine? Hier hinten irgendwo, bei der Straße, oder? Ich hab den Leuten nicht zugehört. Das ist gut. Larry, hast du zugehört? Bestimmt hier runter. Aber sie haben auch nichts gesagt, nur dass man halt... Hallo? Mit denen, dass die keine Leute mögen, keine Menschen. Ja, stimmt. Ich weiß... Die haben nicht gesagt, wo die sind. Ich weiß, wo sie sind. Bei der Brücke da, wo diese Statue war, diese kleine. Daneben musste hin. Aber wo war die? Schieb den Hund. Das ist natürlich jetzt die richtige Frage, ne? Außerdem kommen wir hier gar nicht viel weiter. Überleg mal, wir kommen hier raus. Ja, eben. Okay, gehen wir aus der Stadt. Ja, man könnte ja eigentlich... Ziehen wir von dannen. Nee, hier ist es. Nein, hier ist doch bloß das Ding. Das ist doch bloß die. Hä? Obwohl, war da die Kanone da oben drin? Nee, ne? Nee, ja, keine Ahnung. Wo wolltest du lang? Wolltest du hier lang? Ja. Mit dem Schiff fahren? Ja, was anderes bleibt uns ja gar nicht übrig, oder? Ich weiß es nicht. Guck mal, da wohin soll die fortgehen? Nach Polo oder Yacht? Nach Yacht, ne? Na, ich bin mir nicht sicher. Also, Yacht oder? Doch, bei Yacht. Okay, Yacht, mach Yacht. Ich glaube, irgendwas bei Yacht wurde gesagt. 90 Luft pro Passagier, boah, Wucher, ey, da schwimme ich dann lieber mit meiner Schwimmweste. An Tag Lichtern, wir reisen ab. Wie können die so gut losfahren? Achso, die haben ja Segel. Die haben kein Dogger. Die haben. Oh. Wir fahren mit Sklavenpower. Ja, Sklavenpower. Guck mal, das Schiff brennt doch eindeutig, oder? Das schießt doch vorne. Stimmt, entweder sind es Pixelfehler, ne? Guck dahin, wo das so läuft. Nee, das ist Licht. Das soll Licht darstellen, so Fackeln. Ja. Das ist so, damit die Flugzeuge halt nicht da reinfliegen. Ja, genau. Aber bei mir sieht das so, für mich sieht das ein bisschen aus, als ob die vorne ein MG dran haben. Wie bei Advance Wars oder besser gesagt Super Famicom Wars. Ich weiß nicht, ob ist es ein Fehler oder? Mhm. Passt so? Es ist schon okay. Wir werden uns auch gleich das angucken können, was da leuchtet. Da guck, da ist nichts, was leuchten könnte. Ja, deswegen ist es vielleicht ein Fehler, oder? Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Originalversion war, weißt du? So. Jetzt müssen wir, ich weiß, wir müssen irgendwie auf die goldene Straße, doch, nee, Quatsch, auf irgendeine Straße, also, ja, du weißt schon. Und da müssen wir, ist da mal links eine Statue und da müssen wir hin. Aha, okay. Weißt du, wo die war, die Statue? Ja, jetzt muss ich erstmal ein bisschen noch leveln. Au. Bam, bam. Wow, da kriegst du voll Turm, Junge! Du hast voll Power in die Fresse!
krieg doch einer mit meinem Hammer, ey. Dann kämpfe ich gegen Babypilz. Wollen wir das mal machen bei so einem Pilz? Geht das? Ja, theoretisch ja. Naja. Theorie und Praxis, ne? Soll ich gehen? Mary, Allah, Pick, Kilbill, Mary, Allah. Okay, dann nicht. Bin ich egal. So. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Dann tun wir jetzt alle nur noch nichts mehr an hier aushalten. Wir können aber noch kämpfen. Nein, du ziehst aber nur eins ab. Bringt aber nichts. Ich wollte mal ein bisschen mehr Spannung in das Spiel reinbringen. Du machst ja alles kaputt. Das Problem ist, wir ziehen nur noch eins ab dann. Ja, reicht doch. Toll. Wie lauscht ab? Oh, da war eine Kiste. Ach, du scheiß doch auf die Kiste, Mann. Wir sind sowieso voll. Wir sind total voll. Ach, oh. Ich drücke den falschen Button. Ich bin Kill Bill. Wir sind schon voll, ey. So, dann machen wir deine Kiste auf hier. Du musst auch wieder überlegen. Bonbon erhalten. Sarah verstaut. Eine Bonbon. Weißt du was? Ich glaube, wir sind so groß. Ich sehe nicht. Ja, hab ich doch gesagt. Die haben doch gesagt nach Yard. Ja, das passt auch. Wir sind auch hier richtig. Ich hab das Gefühl. Jetzt kommt gleich die Statue da links, Mann. Statue. Hallo. Was hier irgendwo? Wo ist die Statue? Ja, da müssen wir dann noch eins runter. Alter. Auf der Suche nach der goldenen Statue. Yeah, wir werden es sehen in der nächsten. Ja, das sehen wir dann im nächsten Part, wenn es wieder heißt. Let's play! Let's play, wo ist die goldene Statue? So, sind wir jetzt hier falsch, oder? Ja. Also, auf jeden Fall rechts auch nicht, weil da geht's ja zu diesem Wasserfall. Nee, das muss hier oben dann links sein. Ja, ist doch nicht diese Koboldstatue? Ja, irgendwo war die doch hier. Ja, dann müssen wir hier lang. Da ist ein rosa Puschel. Ein Roko-Puschel. Ein Turbo-Puschel. Sie nannten sie auch Kirby. No. Mary greift wieder an die Scheiße. No. Oh mein Gott. Eine Fratzentruhe. Perfekt. Endlich eine Fratzentruhe. Sehe ich auch mal eine Fratzentruhe. Endlich mal hervorragend auf die Fresse hauen. Oh, wenn wir eine Fratzentruhe mal hervorragend hier eine vor die Fratzentruhe hauen. Sehr gut. Das ist eine gute Idee. Krieg seine, Junge. Ah, mit meinem Ionenstrahl. Den habe ich mir von der GDI ausgeliehen, aus Command & Conquer 1. Verdammt, voll daneben gehauen, ey. Voll die Fratzentruhe. Nehmt euer Super. Na gut, zu spät. Boah, und jetzt aber keine neue Truhe, oder was? Ist ja voll unfair. Manchmal, ich hab das schon mal erzählt. Ich hab schon mal aus einer Truhe noch eine Truhe gekriegt. Das geht auf jeden Fall. Turbo-Puschel, ich bin ab. Ein Togo-Puschel. Ein Turbo-Puschel. Kriegst du sofort hier um, Junge. Zack, 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 bam. Ach, voll die Cutter vorne dazu gehauen, den kleinen Kirby. Arms kleines Kirby. Er ist jetzt Turbo-Kirby. Oh, das war der Kirby. So. Safe. Juhu, HP und MP aufgefrischt. Speichern natürlich, Mann. Fahr nicht so blöd daher. 26:40. Ja. Sehr gut. Ja. Wir sind noch in Sync. Hier runter und wir spielen seit 6 Stunden vollkommen synchron. Unglaublich. Was ist das? Oh mein Gott. Ey, die Viecher kenne ich irgendwo ja. Harvest Moon auf dem DS. Oder genau. Die anderen Harvest Moon Teile mit den komischen Viechern da. Tja, das war der falsche Knopf, ne? Darf ich uns jetzt mit der Bombe hauen? Jetzt darfst du. Nee! Oh, Alter! Ich bin ein alter Ego. Ich laufe ihm hinterher, Wo ist er hin? Komm her, du kleines Blubberviech. Alter! Ja, mach ruhig alle und dann mache ich mich nochmal selber, weil ich das doch so gern mache. Also machen wir es auch. Voll der Kingpin hier. Chocopico Coco. Chipico an. Chipico. Chipico Coco. Chipico. Sind doch alle kleinen. Ah, siehst du? Ich musste an dem Ding hier streicheln. Ein Weg ist erschienen. Ein Weg erscheint. Zurück. Wollen wir speichern gehen? Part ist ja eigentlich quasi vorbei. Echt? Ich hab doch schon gerade gespeichert. Ja, aber wir haben nur noch eine Minute, das lohnt nicht. Da können wir uns lieber das aufsparen. Für die nächste Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana 2, dann sehen wir, was es mit diesen kleinen komischen Poco-Puschel-Viecher-ähnlichen tierischen aufhat. Oh, das war schön synchronisiert, aber da schauen wir. Bis zur nächsten Folge. Genau, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss. Ciao.
Ich möchte trotzdem speichern gehen.